Jo, willkommen zurück. Du kannst mal weg. Die brauchen wir nicht mehr hier. Ich habe jetzt rumgespielt, deswegen habe ich hier schon zwei Testaufnahmen gemacht. Und zwar wegen Gamma-Wert. Und zwar. Ein bisschen größer machen hier. Kann man ja auch direkt in GZ-Doom den Gamma-Wert einstellen. Und wir spielen ja im Vollbildmodus. Und ich habe ja eingestellt, dass bei den, wenn ich glaube schon, dass die Gamma-Korrektur über Hardware die Hardware ein bisschen geregelt wird. Heißt also, die Grafikkarte regelt das die Gamma-Wert. Der Vorteil daran ist, dadurch, dass ich ja im Software-Modus aufnehme, heißt also, ich capture direkt die Ausgabe von dem X11-Server, heißt das, dass ich auch in GZ-Doom den Gamma-Wert ändern kann, ohne dass man das später in der Aufnahme sieht. Heißt also, ich kann hier, wenn es die Sonne zum Beispiel reindrückt, schön bei mir hier Gamma 10. Jetzt ist bei mir nahezu alles weiß. Beziehungsweise nahezu alles schwarz, ohne dass ihr davon irgendwas merkt. Was natürlich sehr geil ist. Nichtsdestotrotz legen wir jetzt mal los mit Doom the Way It Did. Erste Folge von der dritten Episode. Ist ja jetzt wieder so flächig gehalten. Das, ist halt an Ultimate Doom angelehnt. Und da war ja die dritte Episode ja auch dieses Dämonische. Hier mit den ganzen Gedärmen. Wobei das ja wohl doch eher Tentakel darstellen soll. Ja. Haben die sich hier scheinbar auch dran orientiert. So, dann ist noch ein bisschen Leben. Wie viel Schaden? Ja, war klar. Das war so klar. Also ist das hier links nur eine Falle. Hä, nee. Das geht nach einer Zeit runter. Oder? Oder ist das hier wieder getriggert? Ja, ist getriggert. Leute, ich hätte drüber geht runter. Interessant. Na gut. Dich habe ich gesehen. Ah, die habe ich auch gesehen. Okay. Ja, übrigens, ich freue mich schon, weil ich jetzt gerade denke hier an die erste Folge von Episode 4. Die erste Folge bei Ultimate Doom hat so einen geilen Soundtrack. Da freue ich mich echt jetzt schon drauf. Und ich merke schon, okay, die Sonne ist doch ein bisschen zu heftig. So. Wow. Wow. Gott, so viele hier. Was ist denn hier los? Was ist ein Shotgun? Ich bin gerade am Überlegen. Wir haben noch das HD Texture Pack. Warum sieht denn das alles so ulkig aus? Haben die Customized Texturen? Weil das hier sieht alles so Vanilla aus. Aber trotzdem ist das hier alles Low Graphic Style. Wow. Ich stocke doch nicht im falschen Moment, Junge. Interessant, das war also nur hier viel Waffe. Okay. War ja jetzt nicht so ein geheimes Secret, ne? Oh Gott. Na komm her. Ah, wird gefährlich. Ah doch. Dachte schon, ich falle jetzt runter, weil ich durch diese Glory Kill Animation erst für die Monster hingezogen werde. Und dadurch, dass er jetzt über dem Abgrund geschweben war,
dachte schon, ich mach das nicht. Komme ich da rüber mit Strafe 40? Ja. Aber ich komme nicht mehr rauf. Heißt also, es ist dazu gedacht, dass man hier unten in den Abgrund geht. Interessant. Okay, hier schon mal nichts. Da geht's weiter. Ihr denkt wohl, ich sehe euch nicht. Oh. Ah, ist das eine Falle? Man weiß es nicht. Ich speichere erstmal. Was war das denn? Ah, wow, ich bin auf der anderen Seite. Danke, danke, danke. Das ist auch noch ein bisschen was. Danke, danke. So, jetzt noch mal zum Shotgun. Sind wir voll. Ja, wir haben echt viel zu viele Credits. Das geht ja mal gar nicht. Muss mal ganz kurz gucken hier. Ja. Cash-Passant-Bonus ist bei 0. Halleluja! Wenn ich mal bedenke, dass bei dem normalen Schwierigkeitslevel man viel zu wenig Credits bekommt und jetzt bei Ultra Violence man so viele Monster hat, dass man echt zu viele Credits bekommt, ist schon nice. Hallo. Ja, hier die Empfangsdame. Was darf denn sein? Ja, ihr Zimmer. Das reserviert wohl auf ihren Namen. Ich guck mal ganz kurz nach. Warte mal ganz kurz. Ja. Registrierbuch A38. Ja, ihr Zimmer ist jetzt 287. Dann gehen Sie hier durch die rechte Tür. Ach, ist ja gar keine Tür. Durch die linke Tür. Da. Ne, da gehen Sie den 15 Stock hoch. Ne, und dann bei der alten Dame links daneben, bitte. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. So, mal gucken. Das ist das. Eine Tür? Nein, ist keine Tür. Zumindest keine, die wir jetzt aufbekommen. Aha. Ganz schön viel Aktivität hier. Oh, da ist noch einer. Oder die Tür. Aha, das ist ein böser Viech. Ah, da geht keiner. Hier geht es ja auch wieder runter. Wo geht es da hin? Da geht es dran vorbei. Okay. Wow. Ah, hier ist auch hoch. Nee, Quatsch, von hier komme ich. Ah. Interessant. Okay. It's a fucking teleporter. Ja, zeitgesteuert. Das auch nicht. Okay, na gut, dann gehen wir da erstmal später rein. So, von da kamen wir, also müssen wir jetzt hier runter. War das klar? Klar war das klar. Lange Cluster war das. What? Oh, hab gar nicht oben auf der Seite geachtet. Ha. Okay, die ging ja relativ schnell vorbei. Na gut, ist auch die erste, ne? Was? Ah, okay.
Ist das jetzt hier schon das Exit? Hier steht zumindest nichts von Exit. Ah, okay. Doch wozu ist denn der Knopf hier? Wie viele Secrets gibt es hier? Zwei. Und wir haben gerade mal eins. Okay. In dem Raum, da gab es eins. Das haben wir erwischt. Da war das mit dem Spray 40. Und ein anderes Secret sehe ich. Da hinten ist noch eins. Also da geht es zumindest rein. Oder wir kommen von da. Ja doch, okay, klar. Genau, von da kamen wir. Das war ja das, wo hier und da die Inseln runtergegangen sind. Als wir hier diese Linie überquert haben. Diese magische Linie. Diesen Trigger. Doch wofür war denn der Schalter jetzt hier? Der muss ja irgendeine Bedeutung haben. Das ist jetzt wahrscheinlich das Exit. Nee, das ist noch nicht. Okay. Aber. Doch, wir können wieder zurück. Gut. Dann gucken wir mal, ob ein Exit. Secret ist. Nein. Ich meine, wir haben echt schon mehr als genug Credits. Siehst du, vielleicht haben wir deswegen so viele Credits, weil wir immer nach Secret suchen und immer, wenn wir alles gefunden haben, ja Bonuspunkte bekommen, ne? Aber ich hätte jetzt echt gerne das Secret. Da geht's noch rein. Irgendwie waren wir da schon. Ne, da waren wir. Da kamen wir. Doch, hier waren wir bereits, genau. Hier war die andere Strecke. Ah, schau mal an. Oh. Achso, haben wir schon. Schade. Das Ding hat sich geöffnet durch den Schalter. Interesting. Achso, brauchen wir ja gar nicht. Hier müssen wir lang. So, dann genau. Ab ins Ziel. Bam. Ja. So viel zur ersten Map. Und die zweite ist mir auch recht. Gleich, bald, denn wenn es soweit ist, ne? Ja, würde ich mal sagen. Schau mit vor.